die bosnische Hauptstadt 1992. Große Teile liegen bereits in Trümmern, täglich gibt es Massenbeerdigungen und Vedran spielt an gegen die Trauer. Sein Leitmotiv ist das Adagio von Albinoni. Manche kennen den Klassiker nur aus diesen Bildern aus dem Krieg. Die Stadt hat an diesem Tag 20 Jahre später rote Stühle in der Titostraße aufgestellt. Die rote Linie durchzieht fast die ganze Stadt. 11.541 Stühle in 825 Reihen, jeder für ein Kriegsopfer aus Sarajevo. Im ganzen Land sind es über 200.000 Tote, die meisten Zivilisten, darunter auch zahllose Kinder. Der Bosnienkrieg ist der schlimmste Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg. An der gleichen Stelle 1992. Das bosnische Fernsehen überträgt live, musikalisch unterlegt mit Albinonis Adagio. In einer riesigen Demonstration werden noch einmal die Gemeinsamkeiten beschworen. Manche tragen Bilder des ehemaligen Staats- und Parteichefs Tito mit sich. Die Teilrepubliken suchen ihr Heil aber in der Unabhängigkeit. Auch Bosnien hat sich für unabhängig erklärt, nur die bosnischen Serben stellen sich quer. Mitten hinein peitschen Schüsse über den Platz, Scharfschützen. Sniper, wie sie auf Englisch heißen. Der breite Boulevard am Parlament, vorbei am Fernsehen hinaus zum Flughafen, wird im Volksmund Sniper Avenue heißen. Die Kämpfe aus, vor allem im Osten und Nordosten Bosniens. Bosnische Serben besetzen schnell 70% des Landes. Vor allem in den bisher gemischt ethnischen Gebieten wird heftig gekämpft. Zvornik, Bjeljina, Batunac und natürlich in der Hauptstadt Sarajevo. Die serbisch dominierte Bundesarmee ist auch im Einsatz, wird lange noch die bosnischen Serben mit Waffen versorgen. Auch Polizei und Milizen treten in die Kämpfe ein. Die andere Seite versorgt sich aus den Arsenalen der Territorialverteidigung. Der Bürgerkrieg ist da. Hier zeigt sich auch, was manche Serben bis heute bestreiten. Auch reguläre, damals noch jugoslawische Einheiten kommen zum Einsatz gegen die Muslime. Vor allem die schweren Waffen werden aus den Kampfgebieten im benachbarten Kroatien abgezogen und rund um die bosnischen Städte in Stellung gebracht. Umgehend beginnen die sogenannten ethnischen Säuberungen. Haus um Haus wird durchkämmt, wer nicht geht, überlebt das meistens nicht. Es beginnt eine ungeahnte Fluchtwelle. Es ist nach Slowenien und Kroatien der dritte Zerfallskrieg auf ehemals jugoslawischem Boden. Ein Krieg nur wenige hundert Kilometer von den mitteleuropäischen Metropolen entfernt. Ein Krieg vor der Haustür. Entsprechend engagiert beobachtet, heute aber fast vergessen. Denn der Friede wird schwierig werden nach diesen Bildern. Ausblicke und Rückblicke. Gleich das erste Kriegsjahr ist das schlimmste. 45.000 Menschen starben gleich 1992. Die Statistik des Grauens. Im Schnitt 329 Granaten am Tag. Allein in Sarajevo. Einmal waren es über 3.700 an einem einzigen Tag. 35.000 Häuser werden zerstört. Die Hälfte der Bevölkerung hat kein intaktes Zuhause mehr. Sarajevo heute. Überall in der Stadt finden sich die Gedenktafeln mit den Namen der Opfer. 40% sind zivile Opfer gewesen. In und über der Stadt die Friedhöfe. Alles, was nicht bebaut war, wurde zum Friedhof. Die Sportstadien,
auch die olympischen Sportstätten von 1984. Nur jedes fünfte Opfer ist ein Serbe. Die mit Abstand meisten sind die Muslime, über 65%. Die weißen muslimischen Grabsteine leuchten weit ins Land hinein. Der schlimmste Tag ist wohl der 5. Februar 1994. Gegen Mittag schlägt im Makale-Markt eine 120mm Granate ein. Passanten versuchen zu retten. Was zu retten ist, viel ist es nicht. 68 Menschen werden getötet, 144 verletzt, meist schwer. Zahnlosen Ultimaten, es passiert nichts. Bis heute wird der Einschlagsort als Denkmal bewahrt. Blutrot die Wand mit den Namen der Getöteten. Heute gehen die Menschen achtlos vorüber. Die Schützen werden nicht identifiziert, nur der militärisch verantwortliche Kommandeur bekommt dafür zunächst 20 Jahre Haft, später lebenslänglich. Die Menschen haben heute das Massaker verdrängt. Die Gewalt hat vor allem einen Zweck. Geschlossene Siedlungsgebiete schaffen, die Minderheiten. Ein Wort macht im Bosnienkrieg traurige Karriere. Ethnische Säuberungen. Es gibt sie auf allen Seiten, aber besonders auf serbischem Gebiet. Viele werden gleich mehrfach vertrieben von Albtraum zu Albtraum. Kriegskoalitionen entstehen und zerfallen. Das Land wird gleich mehrfach in autonome Regionen gespalten. Kroatisch-Bosnisch, eine Serbenrepublik in der kroatischen Krajina, beide halten nicht lange. Dass Eigentum zerstört wird, Kirchen und vor allem Moscheen zum Ziel werden, überrascht nicht. Es ist ein Krieg um religiöse Symbole und um historisch-politische. Auch Mostar ist so ein Symbol. Jahrhundertelang multiethnisch besiedelt, dann der Krieg. Erst kämpfen sie miteinander, dann gegeneinander. Die Stadt und ihre Brücke gesprengt, wieder aufgebaut. Die Fronten in den Köpfen sind geblieben bis heute. Bis heute streitet man selbst über die Opferzahlen. Über 2 Millionen Menschen werden im Krieg vertrieben oder fliehen. Viele kehren nicht mehr zurück, sondern bleiben anderswo im Land oder gleich im Ausland. Für immer. Die Vertreibungen gehen einher mit Mord und Plünderung, mit Massenvergewaltigungen. Tausende, überwiegend bosnische Frauen, werden systematisch geschwängert, gedemütigt und psychisch zerstört. Die Jüngste ist 14 Jahre alt, die Älteste 60. Hochschwangere werden in Lagern gehalten bis zur Geburt. Vor allem im Raum der Stadt Tuzla und bei Foča häufen sich die Verbrechen. Missbraucht von mehreren Soldaten, bis die Mädchen bewusstlos werden. Bewacht von Polizeikräften, jede Nacht wieder, oft stundenlang, monatelang. Die Schauplätze: Krankenhäuser, Gemeindeverwaltungen, Schulen oder gleich an der Straße, wenn sie aus Bussen oder Konvois herausgeholt werden. Die Täter werden bis auf wenige Ausnahmen bis heute nicht vor Gericht gestellt, sondern laufen frei herum. Soldaten hatten ihre quasi leibeigenen Mädchen. Zwischendurch müssen sie kochen und sauber machen. Manche verkaufen die Mädchen auch gegen 500 Mark weiter. Genaue Angaben über die Zahl der Opfer gibt es bis heute nicht. Aus Scham für das erlittene Unrecht schweigen die meisten Frauen. Aussagen sind ganz selten. Einer hat mich auf den Boden geworfen, die anderen rissen mir die Kleidung vom Leib, einer lachte: Schau dir diese Bomben an. Gemeint waren meine Brüste. Welche sollen wir dir zuerst abschneiden? Ein anderer sagte: Jetzt noch nicht, wir brauchen noch kein Blut, erst wollen wir unseren Spaß haben. Bereits wenige Wochen nach Ausrufung des Kriegszustandes im Sommer 1992 werden die ersten Gefangenenlager gebildet. Meist in stillgelegten Industriekomplexen. Alle Kriegsparteien unterhalten solche Lager. Ihre Namen stehen für schwere Menschenrechtsverletzungen. Omaska, Trnopolje, Keraterm im serbisch besetzten Bosnien. Einmal führen die Behörden die Lager englischen Reportern vor. Es ist reine Show.
Später versucht man aber, ihnen Bilderfälschung anzuhängen. Es sind aber die Serben, die die Realität verfälscht hatten. Gefangene waren vorher entfernt worden, unter ihnen die wenigen Frauen. Die Gebäude werden gereinigt, plötzlich gibt es Betten und Essen. Die Gefangenen wundern sich über den Luxus, so heißt es in späteren Zeugenaussagen. Omaska ist ein Lager für die nicht-serbische Elite aus der Stadt Prijedor. Erst 4 Tage nach Ankunft gibt es Wasser, ein wenig Brot und etwas, das sie Suppe nennen. Nach bosnischen Informationen sollen 30.000 zivile Gefangene in diesen Lagern umgekommen sein. Ermordet, verhungert, verdurstet, gestorben in der Folter. Ein Gesicht, dessen Bild um die Welt geht, Fekret Adic. 48 Kilo wiegt er noch, Rippen, Nase, Unterkiefer gebrochen, Zähne ausgeschlagen oder ausgetreten. Mehr als 100 Wunden wird ein Arzt später feststellen. We heard stories of people being beaten, of people disappearing. Did that happen? Well, I can't say much about that. Worüber sie nicht reden wollen, ist das. Die wenigen Frauen werden systematisch vergewaltigt, auch Männer werden missbraucht, kastriert, sterben elendig oder werden einfach so getötet. Zeugen sehen die Laster mit den vielen Leichen. Auch Gefangene, die beim Beladen helfen müssen, werden nicht mehr wiedergesehen. Omaska, ein riesiges Areal, einen Stacheldraht gibt es nicht. Es wird einfach auf alles geschossen, was sich außerhalb der vorgesehenen Gebäude bewegt. Omaska nach dem Krieg, als sei nichts gewesen. Spurensuche 1996. Kozarac in Nordbosnien. Als ob die serbischen Einheiten gerade erst gegangen wären. 8000 Menschen hatten hier vorher gelebt, fast alles Muslime. Die meisten Männer waren in den benachbarten Konzentrationslagern verschwunden. Ein Mann, schwer verstört und betrunken, der sich Zlatibor der Jugoslawe nennt. Ein Gesicht, das Unsagbares gesehen haben muss. Das Kriegsverbrechertribunal rekonstruiert in Den Haag. Das Kantinengebäude, das Rote Haus und vor allem das Weiße Haus. Ein Raum darin hieß das Zimmer des Todes. Überall Blut, Haare, Zähne, Fleischfetzen und Knochen wie im Schlachthaus, sagen Zeugen. Nur dass dies alles vom Menschen stammte. Omaska war kein Geheimnis, es gab sogar Luftbilder. Die Täter konnten später einfach identifiziert werden, man kannte sich ja von früher. Auch die Spitznamen. Dule in diesem Fall. Dule Duško Tadić, Wächter in Omaska. Er sei unschuldig, sagt, aber es gibt Zeugen. Tadić, zu 20 Jahren Haft verurteilt, ist heute wieder frei. Die Schläge mit Ketten, die Stromschläge, Mithäftlingen werden vor Augen aller die Kehlen durchgeschnitten. Manche bitten darum, erschossen und erlöst zu werden aus dieser Hölle. Es gibt aber auch Überlebensgeschichten. Fikret heute bei einem kurzen Besuch in Bosnien. Eigentlich lebt er jetzt in Dänemark. 4-mal musste er operiert werden, um die größten Verletzungen zu reparieren. Immer noch hat er Albträume. Die Horrorbilder von Omaska wollen nicht aus seinem Kopf verschwinden. Ich erinnere mich auch an die Nacht vom 27. Juli, wo sie 205 Menschen umgebracht haben. Das war die Horrornacht. Ich habe viel Gemetzel und Massaker gesehen. Ich erinnere mich an jeden Polizisten und an jeden Lagerchef. Die serbischen Offiziere erkennen später die Gesichter auf den Fotos und Filmen der Engländer wieder. Wenn sich Fekret nicht versteckt hätte, würde er wohl nicht mehr leben. Fikret schaffte es, als Frau verkleidet mit einem Abtransport zu fliehen.
Die anderen verschwinden. Viele Jungs auf diesem Foto gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, den auch nicht. Alle, die eine Aussage vor der Presse gemacht haben, wurden getötet. Ich habe mich gerettet. Dank meinem Glück im Unglück habe ich überlebt. Im Sommer 1992 ist die internationale Gemeinschaft vor Ort. Es wird die UNPROFOR gebildet. Blauhelme, Friedenstruppen mit beschränktem Mandat. Die Schutztruppe sollte eigentlich den Waffenstillstand im unabhängigen Kroatien überwachen. Das Mandat wird erweitert auf die Kontrolle des Flughafens von Sarajevo. Sie sollen jetzt die Versorgung der eingeschlossenen Hauptstadt gewährleisten. Oft kommt die Hilfe auch aus Deutschland. Die Luftbrücke gerät aber selber immer wieder unter Beschuss. Die Piste ist Front. Die Hilfspakete werden deshalb anderswo aus der Luft abgeworfen. Der Nachschub und die Hilfsflüge sind nie wirklich ausreichend. Rund 250 Menschen sterben, als sie versuchen, über die Flugpiste zu fliehen in den nicht-serbischen Teil des Landes, jenseits des Flugplatzes. Der Flughafen ist nach einem Abkommen der UNO mit den Serben frei für Hilfsflüge. Er ist aber auch Nahtstelle zwischen der Stadt und einem kleinen Stück unbesetzten Gebiet. Eine Idee wurde zur Legende. Tunnelstraße 1 in Budmir, einem Vorort von Sarajevo gleich neben dem Flughafen. In einem kleinen privaten Museum wird erinnert an den Tunnel, der einst zur Lebensader wurde. Jetzt? Der Frieden ist gut. Keine Angst mehr vor Granaten. Damals haben wir einander geholfen, so viel wir konnten. Die Großmutter versorgte die Arbeiter, die Familie Kola wohnt bis heute hier. Nach 4 Monaten ist er fertig gegraben, direkt unter der Startbahn hindurch. 20 Meter sind noch geblieben, 800 Meter war er lang, 1,5 Meter hoch. Auf Schienen konnte man Lebensmittel, Waffen und Menschen hin und her transportieren. Später kommt ein Stromkabel in den nassen Tunnel, eine Treibstoffleitung. Es ist einer der gefährlichsten Orte in jener Zeit. An die 4000 Menschen sollen hier ein- und ausgegangen sein. Immer wieder kommen Prominente an diesen speziellen Ort, um die Legende des Überlebens zu würdigen. Manche sagen, der Tunnel war kriegsentscheidend, weil er die Menschen in Sarajevo vor der völligen Besetzung durch die Serben bewahrte. Heute haben viele diese Lebensader vergessen oder bewusst verdrängt. Anträge, den Tunnel auf die Liste der nationalen Denkmäler zu setzen, sind gescheitert. Eine andere Geschichte vom Überleben. Sarajevo 1993, Misswahl, Miss Sarajevo. 13 Mädchen tun sich die Auswahl an. Auf dem Weg zum Veranstaltungshotel müssen sie durch Heckenschützenfeuer und Granatsplitter laufen. Elena, Nummer 6, ist gerade 17 Jahre alt. Sie schwärmt für Motorräder, ein typischer Mädchentraum in jeder Zeit. Nicht normal ist, dass im Hintergrund immer wieder Granateinschläge zu hören sind. Elena Nogic nutzt die Anwesenheit internationaler Reporter für ein besonderes Zeichen. Es wird ein Spruchband entrollt. Lasst sie uns nicht töten. Es ist ein Aufschrei. Immer wenn Reporter die neue Miss Sarajevo nach ihren weiteren Lebensplänen fragen, antwortet sie: Ich habe keine. Ich weiß ja nicht einmal, ob ich morgen überhaupt noch lebe. Einfach nicht aufgeben ist das Motto. Filmvorführungen werden in Kellern abgehalten oder es werden eben Missen gewählt. Bei diesem Besuch, Jahre nach dem Krieg, ist sie 36. Die Mutter von 2 Kindern lebt in Holland. Für ein dauerhaftes Zurück müsste sich noch viel ändern, meint sie. Die Vergangenheitsbewältigung etwa. Es mag damals völlig verrückt ausgesehen haben, solch ein Ereignis zu organisieren in einer solchen Zeit des Krieges. Es war aber nicht verrückt, weil wir alle versuchten, ein normales Leben zu führen. Es war eine Art Selbstverteidigungsmechanismus, der uns half zu überleben. Der Rockmusiker Bono von U2 komponiert einen Song, Miss Sarajevo. Er kommt ganz nach oben in die US-Charts und ist Top 10 in vielen Orten.
Seit 6 Tagen sind sie schon unterwegs in den Bergen Zentralbosniens. Safet Dagic muss gestützt werden. Bald werden sie das sichere Tuzla erreichen, wenn sie den Weg überhaupt schaffen. Safet, heute zu Hause in Jella. 14 Familien sind zurückgekehrt, seine 3 Töchter wollten hier aber nicht mehr leben. Safet ist Bauarbeiter, aber arbeitslos. Natürlich haben sie versucht, ihre Häuser wieder bewohnbar zu machen, aber eine richtige Arbeit ist das nicht. Manchmal, wenn die Bilder wieder im Fernsehen laufen, schalte ich gleich ab. Ich merke richtig, wie ich wieder diese Gänsehaut bekomme. Schlafen kann ich dann nicht mehr. Es erinnert mich immer wieder an all die Geschehnisse. Ich kriege wieder die blanke Angst und Panik. Ich weiß auch nicht, wieso wir das alles überhaupt überleben konnten. Rund um die bosnischen Städte ist heute Normalität eingekehrt. Bis hin zu gemischt ethnischen Polizeistreifen. Es gibt aber Landstriche, die menschenleer sind, weil es keine Hoffnung gibt. Und es gibt die Orte, die belastet sind, vielleicht für immer. Srebrenica heute, Nordostbosnien. Ein Symbol für eines der größten Kriegsverbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg. Srebrenica, das ehemalige Lager von UN-Blauhelmen, die hier Frieden und Sicherheit bringen sollten. Was kommt, ist ein Drama sondergleichen. Ein Symbol für gravierende Fehleinschätzungen und das Versagen von UNO und NATO. Die eingekesselte Hauptstadt Sarajevo bündelt damals jede Aufmerksamkeit. Die anderen muslimischen Inseln, die sogenannten UN-Schutzzonen, scheinen weniger wichtig zu sein. Srebrenica ist so eine. Seit dem Februar blockieren die Serben die Stadt. General Mladic und Serbenführer Karadzic wollen die östlichen Enklaven in Bosnien einverleiben, um endlich ein geschlossenes Gebiet zu erhalten, als eigenen Staat. Ab 1993 ziehen die Serben bereits den Kreis um Srebrenica enger. Die Serben sprechen heute von 3000 eigenen Opfern beim Kampf um die Stadt, zivile und militärische, vielleicht sind es auch deutlich weniger. Durch die vielen Flüchtlinge aus der Umgebung steigt die Bevölkerungszahl schnell und dramatisch an. Die Versorgung bricht bald zusammen. Das Vorgehen der Serben ist in der berüchtigten Direktive Nummer 7 beschrieben. Die Eingeschlossenen sollen keinerlei Hoffnung auf ein Überleben in der Schutzzone haben. Im April 1993 rücken Blauhelme in die Stadt ein. Im März 1994 übernehmen Holländer das Kommando, nicht wirklich für einen den Frieden erzwingenden Einsatz ausgestattet. Nicht waffenmäßig und nicht durch ein entsprechendes politisches Mandat. Der Schutz in der Schutzzone steht nur auf dem Papier. Die Serben übernehmen die Stadt. 430 UN-Truppen warten vergebens auf politische Vorgaben. Sie feuern keinen einzigen Schuss. Die Blauhelme sitzen fest und werden selber zu Geiseln. Unterstützung kommt nicht. Es ist von Geheimverhandlungen die Rede. Angebliche Absprachen veranlassen die serbischen Hauptverantwortlichen später dazu, sich für unschuldig zu erklären für das, was nun folgt. Am 11. Juli schätzt man bis zu 25.000 bosnische Flüchtlinge hier. Zum Teil haben sie Zuflucht auf dem UNO-Gelände gesucht. Frauen, alte, Kinder werden in Busse gesteckt, um sie an andere Orte zu bringen. Die Männer sind zu dieser Stunde mehrheitlich bereits ausgesondert worden. Es endet in einer regelrechten Menschenjagd. Ein Video, das Geschichte schreibt. Angehörige der serbischen Spezialeinheit Skorpione in der Nähe von Srebrenica. Eine Stimme ist zu hören, dass gleich die Batterien der Kamera leer sein würden. Für diese Bilder hatte der Strom noch genügt, sonst hätte man die Täter von Srebrenica nie gefunden. Sie rauchen, sie lachen, sie fluchen, sie schießen. Einige Opfer leben noch, aber werden bereits wie eine Jagdbeute präsentiert. Scheinhinrichtungen, später echte Exekutionen. Wart mal eben, ich will das filmen, ruft der Mann mit der Kamera. Es ist wie ein Urlaubsvideo aus den Campingferien. Anschließend braten sie sich gemütlich ein Schwein am Grill.
Die Mörder tragen serbische Uniformen, Fahrzeuge der Spezialeinheitskommune sind zu sehen, die ganz normale Polizei daneben. Es ist einer der ganz wenigen Beweise dafür, dass Serbien und nicht nur die bosnischen Serben an Kriegsverbrechen beteiligt sind, was Belgrad jahrelang leugnete. Shit, serbische Vojvodina. Hier leben ehemalige Mitglieder der Skorpione. Hier feiert man auch Kriegsverbrecher als Helden. Veteranen sind heute bei der Polizei untergekommen. Einige verfügen als Jäger ganz legal über Waffen. Grund genug jedenfalls, sich entschied, nicht mehr sicher zu fühlen. Und einer wird es zu spüren bekommen. Jovan Mirilo stammt aus der Stadt. Das Kriegsverbrechertribunal sucht hier nach Zeugen für das Massaker von Srebrenica. Jovan hört davon. In den Kaffeehäusern von Shit lästern sie laut darüber, dass Den Haag bisher keinen Erfolg hat mit der Suche nach Verrätern, wie sie das nennen. Das Video läuft eines Tages im örtlichen Fernsehen. Jovan erkennt einen Mann aus dem Video wieder, erkennt die Leute aus der Schule. Viele kennen die Bilder. Jovan findet das Video in der örtlichen Videothek. Jovan riskiert den Verrat und bringt es auf den Weg zum Gericht. Er überredet auch zwei von den Skorpionen auszusagen. Wenige Tage später werden erste Verhaftungen gemeldet. Entschied wird es jetzt gefährlich. Jovans Frau wird angefahren von der Frau eines der Den Haager Gefangenen. Andere Angehörige von Kriegsverbrechern schicken Morddrohungen. 50.000 Euro Kopfgeld soll man damals auf Jovan ausgesetzt haben. Andere Zeugen werden vor der Haustür erschossen. Jovan flieht nach Österreich. Auch andere Kronzeugen müssen fliehen. Jovan bekommt nach Jahren des Wartens schließlich Asyl in Wien. Das ganze Video habe ich nur einmal gesehen. Es ist ein Schock. Ich konnte 10 Tage lang nicht schlafen und an nichts anderes denken. Heute noch erinnere ich mich daran, wie diese jungen Leute vor ihren Mördern stehen. Das ist auch heute noch ganz furchtbar für mich. Internationale Experten finden später 21 Massengräber, in denen die Männer aus Srebrenica begraben sind. Später wird man den Eindruck gewinnen, dass das ganze Land ein einziges Massengrab ist. Oft waren die Leichen mehrfach umgebettet worden, um Spuren zu verschleiern. Auf Luftaufnahmen aus der Zeit kann man sehen, wie Grabfelder auftauchen und wieder verschwinden. Die internationale Gemeinschaft schaut von oben zu. Wer soll da an Versöhnung denken? Novi Sad, Nordserbien, der Bus wartet schon, der sie zu einem ganz besonderen Ausflugsziel bringen soll, Srebrenica. Eine serbische Menschenrechtsgruppe, alle um die 20, unbelastet von den Kriegen. Der Bosnienkrieg war zwar vor ihrer Haustür, aber er war weit entfernt. Vor allem, wenn man nicht so genau wissen wollte, wie ihre Eltern. Bei Rade ist das anders, dem ehemaligen Partisanen. 89 Jahre alt, er begleitet sie. Er findet es traurig, was aus dem alten Jugoslawien geworden ist. Seine Welt ist untergegangen und Serbien ist so klein wie nie zuvor. Was sie zusammenführt, ist die Erkenntnis, dass man ihnen nicht nur einen wesentlichen Teil ihrer Geschichte verschwiegen hat. Man hatte ihnen auch einen Teil ihres Lebens gestohlen, den sie sich jetzt zurückholen. Fahrt über die Drina. Hier war einmal Front, jetzt ist es der Grenzfluss zu Bosnien. Ich weiß gar nichts. Meine Eltern auch nicht. Nur meine Oma hat sich immer in Andeutungen ergangen. Ich will mir selber ein Bild machen und ich will es auch weitergeben an all die anderen, die keine Ahnung haben. Ich will zu Hause in Sombor erzählen können, was wirklich war. Dann kommen Tausende von weißen Grabstelen in Sicht, Srebrenica. Es wird still im Bus. Die Geschichten vom Hörensagen bekommen plötzlich Namen.
Zum ersten Mal sehen sie Bilder, die ihnen das Fernsehen bisher nicht gezeigt hatte. In einer Halle, in der früher Särge bereitgestellt wurden, hat man ein Dokumentationszentrum eingerichtet. Das Publikum wie zu erwarten. Schulklassen, betroffene Opferfamilien, die Tätergeneration eher nicht. Geschichtsunterricht, wie ihn Schulen nicht bieten. Und plötzlich ist jener 11. Juli 1995 ganz nah. Die Lügen von der Schutzzone, die zynischen Töne der Befehlshaber, das Aussortieren der Männer, das Video, die Schüsse. Und dann die Begegnung mit den Müttern von Srebrenica. Sie hat einst auf dem Video ihren Sohn wiedererkannt und seine letzten Lebensminuten miterleben müssen. Auch wenn das Gespräch nur langsam in Gang kommt, sie stellen fest, sie sprechen immer noch dieselbe Sprache. Die Versöhnung, sie beginnt gerade erst. Man muss die Zukunft auch wollen. Das Dorf Torovi, südlich der bosnischen Hauptstadt. Nach dem Krieg war hier kein Haus mehr ganz. Alle 85 muslimischen Familien waren geflohen und jetzt das. Es sind schon 60 zurückgekehrt, leben mitten unter Serben. Panto Adic war der 1 Millionste zurückgekehrte Flüchtling, ausgerechnet ein bosnischer Serbe. Nun lebt der Lehrer mit seiner Familie als einzige Serben unter den Muslimen und es geht. Zusammenleben ist möglich. Die Regierung muss dafür sorgen, dass die Menschen friedlich zusammenleben. Aber man muss auch Toleranz und Zusammenleben üben. Zu Hause, in der Schule, in der Politik. Zwei Drittel der Flüchtlinge sind in gemischtethnische Gebiete zurückgegangen. So, wie es im Frieden von Dayton vorgesehen ist. Verhandelt in den USA, Unterschrift unter das Dayton-Abkommen in Paris. Zum Zeitpunkt der Unterschrift sind 1 Million Bosnier auf der Flucht, das Land in jeder Hinsicht am Boden zerstört. 70% der Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Erst massive Bombardements der NATO hatten die Serben an den Tisch gezwungen. Immer wieder waren Pläne gescheitert, die Region neu zu ordnen. Auch die Kroaten hatten auf Zeit gespielt. Ihnen war wichtiger gewesen, die Krajina zurückzuerobern. Als das mit der blutigen Operation Sturm im August 1995 gelungen ist, hat der Friede überhaupt eine Chance. Zur Sicherheit übernimmt die internationale Gemeinschaft die Kontrolle bis heute. Dayton ist lang her und es sollte noch einen weiteren Bürgerkrieg geben. Die Serben verlieren auch noch das Kosovo. Serbien verliert das Interesse an den bosnischen Brüdern, das macht den Weg frei. Flughafen Sarajevo, es ist der Srebrenica-Tag 2010. Der serbische Präsident Boris Tadic entschuldigt sich für die serbischen Massaker. Auch das serbische Parlament hat inzwischen eine entsprechende Erklärung abgegeben. Im Mai 2012 wird Tadic aber abgewählt. Sein Nachfolger hält Srebrenica für keinen Völkermord. Er soll die Versöhnung offiziell organisieren. Valentin Inzko, internationaler Bosnienbeauftragter. Oberster hoher Repräsentant ist sein Titel. Beliebt macht man sich damit nicht. Die Leibwächter hinter ihm zeugen davon. Er ist inzwischen schon der 7. in diesem Job. Die Hoffnungen lasten schwer auf ihm. Immer wenn er sich im Basar blicken lässt, wird er hereingebeten und muss sich die Geschichten anhören, wie es geht mit dem Frieden in Bosnien oder wie es eben nicht geht. Der österreichische Diplomat kann im internationalen Auftrag Gesetze erlassen oder Gesetze kippen. Er kann Minister absetzen und tut das auch manchmal. Immer dann, wenn in dem komplizierten multiethnischen Gesetzgebungsdschungel wieder etwas falsch läuft. Natürlich, nach dem Krieg wollte man jedem Volk, und jedes Volk hat ja auch Opfer, die einen mehr, die anderen weniger, aber man wollte jedem Volk die Sicherheit geben,
das wird nicht mehr passieren, das wird sich nicht mehr wiederholen. Und da hat man diesen drei konstitutiven Völkern enorme Vollmachten gegeben und viele Klauseln, sich zu wehren. Nur hat man dann vergessen, auch dem Staat diese Klauseln zu geben, dass der Staat sich selbst auch wehren kann. Jetzt würde ich sagen, die letzten 16 Jahre nach dem Krieg hatten wir große Fortschritte, aber vor allem die ersten 11, 12 Jahre nach dem Krieg. Ja. Wenn wir jetzt zurückblicken, 5, 6 Jahre, gab es eigentlich sehr viel Stagnation oder sogar Rückschritte. Aber insgesamt war die Entwicklung sehr, sehr positiv. Visegrad am Drina Fluss, Ostbosnien. Grüne Särge, die Farbe der Muslime. 66 Stück werden an diesem Tag im Mai 2012 zum Friedhof getragen. 2 Jahre ist es gerade her, dass die Körper an einem nahen Stausee gefunden wurden. Bei Wartungsarbeiten kamen sie zutage. 66 von rund 3000 muslimischen Opfern allein hier in Visegrad. 21.000 Einwohner hatte die Stadt einmal, 2/3 davon Muslime, nur einzelne sind davon heute noch übrig geblieben. Auch das ist Visegrad 20 Jahre danach. Serbische Veteranen demonstrieren in der Stadt in Erinnerung an die serbisch-bosnische Armee. Diese Männer hatten sogar ihre eigene paramilitärische Einheit in der Stadt gebildet. Wir wollen niemanden provozieren. Wir wollen in Würde unsere Toten gedenken. Wir sind immer noch stolze Soldaten von General Mladic und stolze Untertanen von Präsident Karadzic. Banja Luka in der bosnischen Serbenrepublik. Cemil Becerovic verhaftet 1992. Ein Treffen mit dem bosnischen Fernsehen wird organisiert mit dem damaligen Militärrichter. Ein Dokument listet seine Taten auf. Cemil Becerovic nicht vorbestraft, Fernsehmechaniker und Moslem, das genügte. Er findet seinen Richter. Er ist heute Anwalt in Banja Luka. Wir wollten, dass Sie diesen Herrn kennenlernen. Wir kennen uns doch leider schon. Warum wird hier gedreht? Kennen Sie sich? Erinnern Sie sich? Was ist Ihre Rolle? Ich bin Journalist. Ich habe hier ein Dokument, dass Sie 20 Menschen inhaftiert hatten, unter anderem diesen Mann hier. Können Sie mir sagen, warum? Wie kommen Sie darauf, mich danach zu fragen? Das geht Sie nichts an. Und überhaupt, Journalisten hätten kein Recht, nach sowas zu fragen, jetzt, nach 20 Jahren. Es war alles richtig, verurteilt ist verurteilt. Sarajevo, die Stadt mit den drei Weltreligionen, die Stadt der Toleranz untereinander. Ein Großteil des Landes war gemischt ethnisch besiedelt. Mit dem Krieg kamen die Krieger. Es war Schluss mit der Vielfalt. Radikale aus aller Welt kamen nach Bosnien, um einen heiligen Stellvertreterkrieg daraus zu machen. Mindestens 15.000 islamistische Kämpfer waren involviert. Nach dem Krieg gingen die meisten Überlebenden zurück in den Nahen Osten, einige blieben. Beim Mittagsgebet sieht man sie wieder. Die Moscheen blühen auf. Vor allem saudisches Geld hinterlässt seine Spuren. Geld, das der strengen salafistischen Ausprägung Nachdruck verschaffen soll. Man stößt immer mehr auf abgeschlossene Welten, mit Schulen, Kindergärten. Das religiöse Klima hat sich verändert. In der alten Karawanserei mitten in Sarajevos Altstadt, eine der schönsten und besten Adressen der Stadt. Das hier ist das große Fastenbrechen, das im Ramadan nach Sonnenuntergang üblich ist. Männer und Frauen essen getrennt. Sie sind aber keine ideologisch Zurückgebliebenen. Das hier ist die neue Elite, Wirtschaftsstudenten der Uni. Unabhängig, gebildet und fromm. Der Weg in die Religion ist auch eine Jugendrebellion. Ein Alternativmodell gegen die Eltern, die den Krieg brachten und ihn bis heute verdrängen. Bei meinen Eltern, also keiner ist nicht so jetzt religiös, und für meinen Vater war es auch ein Schock, als ich ihm gesagt habe. Aber später, wenn man erklärt und sagt, warum man eigentlich ein besserer Mensch sein will und sich mehr auf Sachen fokussieren will, wie zum Beispiel Studium und auch Job und den Leuten zu helfen und nichts dafür zu erwarten. Mit dem terroristischen Extremismus wollen die meisten aber nichts zu tun haben, auch er wird verdrängt.
Fahrt nach Gornja Maoca, Nordbosnien. Ein abgelegenes Tal. Die letzten Reporter waren mit Äxten vertrieben worden. Sie wollen mit niemandem aus der ungläubigen Welt reden. Maoca, 2 Dutzend Häuser, eine Behelfsmoschee, vielleicht 300 Menschen, die Frauen werden versteckt. Hier regiert die Scharia, allein das islamische Gottesgesetz. Der Staat, in Gestalt der bosnischen Polizei etwa, ließ sich hier lange nicht blicken und dabei hätte es genug Anlass dazu gegeben. Frühjahr 2011, Spezialpolizei durchkämmt die Häuser von Maoca und findet Waffen und Attentatspläne. 6 Personen werden verhaftet, darunter auch der sogenannte Bürgermeister. Sarajevo, das man vor dem Krieg das Jerusalem des Ostens nannte, es gibt Versuche daran anzuknüpfen, viele sind es nicht. Mitte März 2012 vor dem bosnischen Parlament in Sarajevo. Kriegsveteranen streiken, weil sie seit vielen Monaten kein Geld mehr gesehen haben. Einige von ihnen haben vor 20 Jahren im Krieg noch aufeinander geschossen. Jetzt sind sie vereint in der Not. Die Armee ist stark verkleinert, was gut für den Frieden ist, aber kaum waren sie in Rente geschickt worden, wurden den Veteranen die Pensionen gestrichen. Jetzt kämpfen sie gegen ihren seltsamen Staat, der sich komplizierte politische Strukturen leistet, damit es zwischen den ethnischen Gruppen friedlich bleibt. Kaum ein Land leistet sich so viele Politiker wie Bosnien und kaum ein Land springt so um mit seinen Helden. Bosnien heute, das sind offene Fragen und noch viele Wünsche. Ich würde mir dann wünschen, dass wir das Dayton-Korsett mit einem europäischen Korsett austauschen, ja, und dass dann Bosnien wirklich unumkehrbar Richtung Brüssel unterwegs ist. Und in Brüssel gibt es ja bekanntlich 2 Organisationen, nicht? Die Europäische Union und die NATO. Und dann wäre auch die Situation hier viel entspannter, wenn wir diese ersten Schritte hätten. Bilanz nach 20 Jahren. Ein Staat, der mehr schlecht als recht funktioniert und dennoch auf dem Weg in die EU ist. Gerade um Vergangenes für immer unwiederholbar zu machen. Opfer und Täter, die aus sehr unterschiedlichen Gründen schweigen, und eine Melodie, die für immer die Bilder bewahrt.